Baby, read the fine print. Hallo Vlog, wir fahren heute in den Urlaub und zwar nach Amsterdam. Bei uns sieht es schrecklich aus, so wie immer. Wir haben beide riesige Koffer, die sind von Namen sehr viel größer. Wie lange fahren wir weg? 4 Tage. Upsi. Aber naja, ihr kennt das ja schon. Auf jeden Fall fahren wir jetzt los und hoffentlich sind wir in 4 Stündchen da. Checken ins Hotel ein. Dann gehen wir heute noch ins Hard Rock Café und mal gucken, was sonst der Tag noch so bringt. John S., how excited are you? Nicht excited, am Schwitzen. Echt am Schwitzen. Wir haben unseren ersten Urlaub Starbucks auf den Namen John S. John S. Nee, John S. Nur John, nicht S. Aber ja, das ist auf jeden Fall immer nicht einfach. Weil die Leute im Ausland auch das verstehen. Wir haben unsere Starbucks Auslandsnamen. Meiner ist Anna. Jonas ist eigentlich Jonas, aber jetzt ist es John. Weil yes. Jonas verstehen auch immer alle. Jonas. Und Anna verstehen immer alle. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Das ist auf jeden Fall unser Hotel. Wir sind mal sehr gespannt. Wir haben ein paar Küchen gefunden direkt davor, aber das geht nur heute. Hier geht auf jeden Fall der Sturm ab. Wir checken uns jetzt selber ein. Der John S. checkt uns ein. Das ist unsere Zimmernummer 1617 neben John S.'s Kopf. Und wir sind in der 16. Etage. Das ist schon mal cool. So, hier ist dann einmal das Wohnzimmer und einmal die riesige Aussicht. Hier ist ein Mini-Büro, wo ich dann bestimmt meine Masterarbeit schreiben werde. Tassen, TV, das Bett, richtig cool. Hier sind auch so Marshall-Lautsprecher, wenn wir auf jeden Fall Musik hören. Noch ein TV und Badewanne, Dusche, wahrscheinlich noch ein Klo. Im Eingang war auch noch ein Klo. Wow. Also wie ihr seht, es ist immer noch sehr windig und wir haben jetzt aus dem Auto noch unsere Jacken geholt. Wir laufen jetzt in die Innenstadt. Wir haben um 19 Uhr einen Tisch reserviert im Hard Rock Café und gehen aber davor noch ein bisschen durchs Städtchen. Wir brauchen 1 Stunde zu Fuß dahin. Es war meine glorreiche Idee, dass wir das machen. Bei dem bin ich immer sehr gespannt, ob wir das gleich bräuen, weil ich eigentlich ein Kleid anhabe. Aber naja. Also es ist echt so windig, wirklich, richtig krass, aber hier gibt es krasse Fahrradstraßen. Guckt euch das mal an, die Fahrradstraße ist doppelt so groß wie die Straße für Autos. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open, I gave until empty. Got it all back, got it all. Oh, cheeky, cheeky. Boah, was macht er da? Der graped. Ich glaube nicht, dass da Würmer sind, aber naja. Hallo, Sass. Der ist der Psycho. Wir haben auf unserer Safari einen Reiher gefunden. Die Talia sagt jetzt wieder, das ist kein Reiher, das ist ein, weiß ich nicht, Storchenschwamm-Dodo. Hallo Sir, how are you? Das ist eine Ente. Hallo Ente. Weil wir beide Todesallergie haben, machen wir jetzt einen Zwischenstopp und trinken jetzt erstmal hier etwas. Wow, wir haben es geschafft. Wir sind da. Lessons after lessons, had to question these glaring design flaws. Can't keep love built from a love song. No, I'm not only solo. Also, wir sitzen jetzt hier und sind erstmal
schockiert, wie teuer alles ist. Und wir haben einen Burger, einen Onion Ring Tower und einen Nacho Tower. Aber ansonsten ist es schön. Der Jonas hat schon sein Essen, ein Onion Ring Tower. Riesige Nachos. Die Nachos sind wirklich so riesig. Ihr müsst euch das reinziehen. Die sind halt so groß. Der Teller ist so groß wie er gefühlt. Und mein Burger ist nicht da, obwohl ich Suche habe. So, hier ist der wunderschöne Veggie Burger. Moving Mountains halt. So, wir sind jetzt absolut fertig mit der Welt. Wir sind so voll gefressen. Das war viel zu viel Essen, wie immer. Aber wir laufen jetzt den ganzen Weg wieder zurück, die ganzen 54 Minuten, weil wir dachten, das ist schlau, das ist ein Verdauungsspaziergang. Ich habe aber nur keinen Akku mehr. Mal gucken, ob wir es finden, ob wir den Weg zurück noch finden. Eigentlich kann ich sowas extrem gut, aber manchmal setzt dann mein Gehirn aus und dann verlaufen wir uns. Deswegen, wir werden sehen, ob wir es... Das Gehirn ist in Fresstrance. Im Fresskoma. Wir werden sehen, ob es klappt. So, wir sind jetzt wieder im Hotelzimmer und verabschieden uns von euch mit diesem wunderschönen Sonnenuntergang. Wow.